Auch Tschechien lehnte den Migrationspakt ab, ein Shitstorm nach einem Vergewaltigungsprozess und zuckersüße Familienfotos von den Royals. Das sind unsere Themen am Mittwoch. Auch aus Tschechien kommt ein Nein zum UNO-Migrationspakt. Das hat der rechtsliberale Ministerpräsident Andrej Babiš jetzt angekündigt. Es würde eine klare Unterscheidung zwischen legaler und illegaler Migration fehlen. Außerdem fehle in dem Pakt die Erwähnung, dass illegale Migration unerwünscht sei, heißt es aus Tschechien. Erst am Montag hatte Bulgarien den Pakt abgelehnt. Ein Vergewaltigungsprozess schockt Irland. Ein 27-Jähriger soll ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt haben, wurde aber freigesprochen. Im Abschlussplädoyer machte die Verteidigung auf die Unterwäsche des Mädchens aufmerksam. Die 17-Jährige hatte einen Tanga mit Spitze angehabt und war demnach offen dafür, sich mit jemandem zu treffen und mit ihm intim zu werden. So die fragwürdige Schlussfolgerung der Anwältin. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten. Auf den sozialen Medien teilen jetzt hunderte Frauen Fotos ihrer Unterwäsche unter dem Hashtag This is not consent. Das ist keine Einwilligung. Burkay S. ist in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Der 24-Jährige hatte ja im Sommer mehrere Menschen in Wien völlig grundlos attackiert. Laut Gutachtern leidet der Niederösterreicher an einer paranoiden Schizophrenie. Und zum 70. Geburtstag von Prinz Charles haben die Royals ihre Fans mit zuckersüßen Familienfotos beglückt. Drei Generationen der Familie sind darauf zu sehen. Besonders der kleinste Prinz Louis strahlt übers ganze Gesicht. Ob Charles tatsächlich einmal auf dem Thron sitzen wird, ist natürlich ungewiss, denn in den meisten Commonwealth-Ländern gilt er nicht als Sympathieträger. Das Wetter heute wird bis auf vereinzelte Wolken sonnig und freundlich bei 10 bis 14 Grad. Morgen rutschen wir auch schon in den einstelligen Temperaturbereich. Es hat nur mehr 7 bis 11 Grad, es bleibt aber sonnig und trocken. Auch am Freitag und am Wochenende gibt es viel Sonne, es wird aber kalt. Und damit hält der Winter auch schon Einzug. Spätestens jetzt heißt es warm anziehen und gut einpacken. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Mittwochnachmittag und ich freue mich, dass Sie bei uns sind.